Hallo, ich bin der Troll und ich begrüße euch zu dieser neuen Folge. Ja, wir sind halt wieder da in Valhallalalalheim. Hallo. Wir haben hier wir haben kurz Sachen eingeordnet. Ich habe schnell das Ding hier gebastelt. Diese Schmiede. Und ich würde sagen, ich würde mich schon mal aufmachen, Nico. Ich würde das Versprechen von letzter Folge wahr machen und mich mal hier auf eine wundervolle Reise begeben. Ja. Und wenn was sein soll. Werkzeug, ist mir irgendwas kaputt gegangen? Oder hast du was abgelegt? Nee, eigentlich nicht. Naja. Ja, du weißt, wie es ist. Ich werde nochmal Marmelade für uns herstellen, auf jeden Fall, bevor ich mich auf die Socken mache. Okay. Ich würde einfach mal losfahren. Wir wollen ja hier mal. Fahr gucken. Du mal los, alles gut. Ich guck dann auch noch kurz aufs Feld, ob ich da was ernten kann, neu anpflanzen kann. Genau. Sammel mal den Honig ein und so und dann mache ich mich auch auf den Weg. Sehr gut. Ja. Wir wollen einfach mal gucken jetzt, wo wir hier überhaupt so ein schönes Sumpfgebiet oder so haben. Weil irgendwie... Mietmischung lecker. Ich könnte noch einen Schlangeneintopf machen, sogar zwei. Ah ne, einen. Ne, ich mach mal Bärenmarmelade für uns, weil ich finde, die hat schon ganz gut reingeballert. Mhm. Das stimmt, dann stelle ich nochmal so einen Schlangeneintopf her, weil der war ja richtig sick. Ja, der war unfassbar. Ich hoffe, ich werde keinen Schlangen begegnen, wo wir gerade dabei sind. Pass auf dich da draußen, nicht? Nicht. Ja, nicht, dann werden wir das mal so machen. So, dann nehme ich noch den Pilz mit, dann mache ich noch einen schönen Schlangeneintopf für uns. Für uns ist das Problem nämlich, wenn wir gerade darüber reden, dass der nächste Sumpf halt ziemlich weit weg ist und vielleicht gibt es hier ja einen in der Nähe. Und dann werde ich eben zu Fuß dann gehen. Genau, und ich werde halt auch mal gucken, dass ich hier mal die Insel umreise und ja. Vielleicht finde ich ja was. Nein. So, Essen. Also wir haben 4 Marmeladen und einen Schlangeneintopf unten drin. Sehr. Und ich nehme jetzt auch ein bisschen was mit, weil wer weiß, wie man so begegnet, nicht? Nicht. Von wem habe ich das noch? Nee, das war ja auch nicht. Irgend so ein komischer Dude ist das wieder gewesen, der dir beigebracht hat. Guck mal nach unseren Schweinis. Mhm. Alle Schweinis. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 erwachsene Schweine. Hungrig. Oh, hungrig ist nicht gut. Ich glaube, wenn da drin mal so 20 oder so sind, dann können wir wahrscheinlich mal ein bisschen... Eine Metzgerei eröffnen, meinst du? Ja, so etwas Fleisch daraus gewinnen, nenne ich es mal. Ah. Ja, ich mach mal unser Feld komplett neu, da ist nämlich alles... Ja, wir haben super viele Samen noch am Dings, ne? Ja. Als du sie mitgenommen hast. Ich sammle gerade hier auch noch sehr viele ein. Ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal keine Samen ansäen. Weil wir haben noch so viele. Wenn du die Karotten quasi wieder reintust, bekommst du neue Samen, ja? Genau. Aber ich werde jetzt die Karotten benutzen. Okay. Weil wir haben so viele Samen. Ja. Ich werde jetzt den Schweinchens was geben. Mhm. Einmal alle durchstreicheln hier. Ja, ich hab euch auch lieb. Ja. Noch. Ich hab euch so lieb, ihr landet irgendwann auf meinem Teller. So, 10 Stück. Mit euch. Das könnt ihr essen. Dann nehmen wir das. Okay, ich glaube, hier ist alles Dunkelwald. So, ich möchte nicht kultivieren. Pflanze, Karotten sammeln, damit daraus Karotten wachsen. Genau, das möchte ich machen. Löwenzahn, den kann ich hier nicht gebrauchen. So. Dann pflanze ich mal neue Karottchen. Also ich kann entweder die fertige Karotte nehmen und daraus die Pflanze machen, um daraus Samen zu gewinnen. Mhm. Oder ich nehme halt die fertigen Samen und mache daraus eben die, daraus die Karotten werden. Ah ja. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich habe ja selber so eine Hacke nicht, die du hast. Ja. Deswegen weiß ich nicht, wie das läuft.
Wir haben jetzt 4 Karotten. Ja, ich hasse, ich habe immer noch 4 Karotten Samen übrig. Das ist. Ja, sehr gut. Ich muss mal gucken, was ich mit den Karotten machen kann. Daraus kann ich, glaube ich, auch irgendeinen Eintopf oder so. Ja, Karottensuppe kannst du machen. Aber ich glaube, da brauche ich wieder rote Pilze. Ja. Echt selten, die blöden Dinger. Ja, wieder Pilze, ja. Manu. Okay. Also ich bin jetzt schon mal ein bisschen weiter jetzt gefahren. Das Problem ist, der Wind steht nicht gut. Wir haben nämlich so eine kleine Meeresenge, so eine kleine Enge hier, aber da wird es auf die andere Seite gehen. Würde. Aber ja, wobei nicht ganz. Löwenzahn. Bei Pflanzen haben wir hier einen Haufen Samen. So. Dann. Ja. Ja, laufe ich einfach mal so in die Richtung, da nicht? Ja, also ich fahre links lang. Ich muss ja notwendigerweise links lang fahren, wenn du auf die Map schaust. Ja. Also nur damit du dich nicht wunderst. Ich werde ein bisschen rauszoomen auch. Du kannst ja die Minimap auch rauszoomen, gell? Genau. Müsste ja. Ich gerade machen, okay. Wo wir dabei sind. Das war Minus, ne? Nee, das war... Ah ja, ja, ich hab's. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, Komma-Strich. Ja. Genau. Koma. Ja, ich deck auch mal so ein bisschen die toten Flecken meiner Karte auf und guck, ob ich da irgendwas markieren kann. Mhm. Genau, und ich versuche halt gerade mal Sumpfgebiet in der Nähe zu finden. Mhm. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich mal mein Schwertchen raus. Das ist halt echt ein bisschen doof, dass wir... Also, was heißt doof von uns, aber so grundsätzlich... Wir hätten mehr erkunden sollen. Ja, das können wir ja jetzt machen. Ja. Wie gesagt, die nächste Aufnahmesession wird so ein bisschen eine Erkundungssession werden. Oh ja. Vor mir ist ein Trollolo. Trollolo. Soll ich Edelholz mitnehmen, wenn ich so Bäume finde? Okay. Wenn, dann gehen wir aktiv quasi. Genau. Aber Rehe ist, glaube ich, nie eine schlechte. Oh, ich hätte normale Holzpfeile mitnehmen sollen. Na, ich habe ziemlich viele dabei, ja. Ich glaube, da gehe ich sogar nochmal kurz zurück. So weit weg bin ich noch nicht. Sehr gut. Sonst verschieße ich da diese geilen Feuerpfeile die ganze Zeit. Ja, ich bin halt schon ein ordentliches Stückchen weg. Das habe ich gesehen, ja. Siehst du? Ja, du siehst mich, ja. Ja, ich sehe dich, ja. Haha, er sieht mich. Oh, da ist ein wildes Schweinchen. Zack. Ein wildes Wildschwein. Ich korrigiere, da war. Da war. Ah, hier sind ganz viele Rehe immer so auf dem Weg, ne? Wächst du hier? Ja, du bist gesund. Ja, okay. Meinst du unsere Schweinchen? Nee, die Karotten tatsächlich. Achso, okay. Hab gedacht, du meinst unser Essen. Zukünftiges. Was brauche ich denn für Holzpfeile? Wahrscheinlich nur Holz, oder? Ne. Brauche ich dazu noch was anderes? Holzpfeil. Nee, also, einfach nur Holz. Es kann halt irgendwann mal sein, ne, dass wir eine Basis bauen müssen, da wo ein Sumpfgebiet ist, falls jetzt hier keins in der Nähe ist. Und dann müssen wir quasi das Eisen dort herstellen und dann müssen wir gucken, dass wir dann immer uns nur mit den neuen Gegenständen teleportieren. Okay. Also, ne, dann, dass wir sagen, hier, wir nehmen jetzt die Eisenschwerter oder was auch immer es gibt. Ah, ja, weil wir mit dem Erz nicht teleportieren können, gell? Richtig. Da war was, ja. Es sei denn, wir haben irgendwann ein großes Schiff und dann transportieren wir einfach alles. Mhm. Ja. Genau. Tiererzeugnisse, Essen. Das ist gleich alles hier, was ich nicht brauche. Und jetzt gehe ich wirklich los. Sehr gut. Ja, weil Holzpfeile, ich will nicht die ganzen geilen Feuerpfeile dafür, ein Reh oder so, wenn ich da eins auf dem Weg habe. Mhm. Will ich da nicht die Feuerpfeile dafür wegballern. Nee, das ist... Was hatte ich auf der 7, was ich jetzt nicht mehr im Inventar habe? Das ist eine gute Frage, hör mal.
Ich komme halt auch nicht drauf. Ich habe keine Ahnung, Mann. It's getting dark. It's getting dark. Geil, du Scheibel. Och Mann, der Wind dreht sich einfach nicht. Ich hasse es. Oh, haben wir hier Teteretä? Terengs? Was? Teteretä-Terengs? Nee. Das ist alles Grassland, glaube ich. Das ist Tranks. Was für ein Ding? Was hast du gesagt? Tranks? Grasslands. Okay, und davor? Ich habe einfach Terrain. Ach so. Terrains. Jetzt ja. Oh, was? Aber das ist anscheinend, wie gesagt, Grasland. Der Wind hat noch beschissener gedreht, als ich das vorhin schon hatte. Meine Güte, geh doch mal, watch my back, please. Please, 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 please. Oh, ich werde hier angegriffen. Gut, das war jetzt nicht so die Herausforderung. Go away before I blow you all up. Da drüben bist du, okay. So only grassland. Only grassland. Aber die Insel ist groß. Unsere hier. Für ein Wildschwein einfach nur einen so einen Hit braucht mittlerweile. Damals so, oh, Wildschwein, und heute Blatsch weg. Ach echt, du hast mich jetzt gesehen? Ach komm. Bitte. Oh. Eine Hütte. Oh, das ist ja ein ganzes Dorf. Ja, sowas gibt's auch manchmal. Wie hint dreh dich? Bis ich nachts gleich. Boah, ich habe hier ein richtiges Dorf gefunden mit Gehegen und allem drum und dran. Nimm alles mit. Ja. Ich bin gespannt. Jetzt weiß ich, was da drin war. Was? Es ist dunkel. Die Fackel. Oh yeah. Aber kann ich die nicht einfach so aus dem Menü bauen? Ja. Was brauche ich dazu? Holz und Harz. Okay. Ist halt nüchter. Ich habe jetzt guten Wind endlich, also kann ich schön durchsegeln, denke ich mal. Mir ist kalt. Mir auch. Chest leer. War hier schon einer von uns? Oh, das könnte sein. Also manchmal gibt es ja Orte, wo man dann schon mal war und dann... erinnert man sich nicht so dran. Also das dürfte ich hier noch nicht gesehen haben. Vielleicht warst du hier mal in deinem Abend. Toorian. Hey, das ist eine richtig fette Hütte hier. Kann ich hier schlafen? Das wäre... ich kann halt nicht, leider. Ich habe einen stimmt. Fluss. Ja, klar. Ich habe einen Fluss gefunden. Ich hoffe, der führt mich ein bisschen bei uns durch. Ein Anfangsgebiet. Okay. Guck mal, Nico, ich fahre jetzt gerade in die Insel noch mal rein. Ich glaube, ich könnte es was zu essen vertragen. Boah, du bist sehr weit weg, Alex, von mir. Ah, ja. Alex, schlau diese. Alex, fahre rein, aber vergesse keine Wind. Also ich fäll jetzt mal so eine Eiche. Damit ich mir so eine blöde Fackel herstellen kann. So, drehen.
Schade, da habe ich gedacht, dass ich einmal so schön reinfahren kann hier. Oh, das sind sogar mehrere. Oh, das sind drei, vier. Wow, das sind vier Grauzwerge, Digga. Hast du Party? Ja. Aber? Aber geht weg. Ja, mittlerweile. Zwei Schläge, das ist halt... Ja, warte mal ab, bis wir dann unsere neuen Sachen haben, ne? Kann ich mir auch eine Fackel herstellen. Oh, Skelett. Es sind ja auch nicht so stark, also. Ich war gerade mitten im Craften, du blöde Kuh. Au! Ich bin voll auf Kiel gelaufen, hör mal. Das ist ja der reine Shitty. Ja, jetzt ist Licht. Licht. Oh, eine Hütte. Die hole ich mir jetzt mal nicht, aber... Wo laufe ich denn? Ich laufe jetzt erstmal komplett in den Norden und versuche mal die Insel zu umlaufen, sage ich mal, damit wir... Ja, guck mal, wo ich schon bin. Und dann weißt du, wie lang die Insel ist. Du wirst an einen Fluss kommen, da wollte ich gerade reinfahren, aber... Okay, krass. Wegen Wind nicht. Der Wind, der wollte nicht. Nicht. Oh, sind das Blaubeeren? Ja. Nice. Die nehme ich mit. Danke. Moment mal. Ich gehe gerade mal. Was höre ich denn hier? Ist es groß und will dich prügeln? Nee, so schlimm ist es nicht. Okay. Ach, ein Skelett, okay. Ich habe hier ein Haus gefunden, vielleicht finde ich... Ich habe gehofft, dass ich eine Biene finde. Das ist voll geil, das Skelett räumt hier voll auf. Alle Hirsche sind tot und alle Gräulinge und alles. Oh, ich habe ein Kupfervorkommen. Ein was bekommen? Ein Kupfervorkommen habe ich gefunden. Ah. Soll ich das markieren? Ja, markier das mal. Kupfer. Yeah. Weil, ja, man weiß ja nie, kann man ja gebrauchen, nicht? Kupfer ist ganz ehrlich gar nicht mal so schlecht. Und es geht eigentlich von der Entfernung, also... Mhm. Dort könnten wir schon abbauen gehen. Ja. Ich find's tatsächlich aber doch irgendwie schade, dass wir uns die Map nicht teilen, würde ich... Ja. Oh mein Gott, Alex, hier ist... Oh mein Gott. Was denn? Kupfervorkommen für 50 Millionen. Ja, markier das alles. Das werden wir auf jeden Fall alles mal brauchen. Alter, unsere Anfangsinsel ist ja fucking riesig. Das Geile ist halt, wir können halt überall einfach mit einem Dings durchfahren, mit einem Kart dann, wenn wir die Straßen machen. Ah, okay. Also hier sind zwei, also ein Kupfervorkommen ist so okay. Das andere ist fucking riesig, so. Ja. Sieht das gerade aus. Das brauchen wir dann. Oh, ich habe eine Burgruine gefunden. Du bist in den Dunkelwäldern, oder was? Ich bin im Dunkelwald, ja. Ja, weil ich bin halt gerade nur im Grasland. Hier ist noch ein Kupfervorkommen. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Ich markiere die alle. Ja, klar. Damit wir da keinen Stress mehr haben zu suchen, alles was ich finde. Ich laufe jetzt mal hier ein bisschen die Küste ab. Tu dies. Ich habe Schneegebiet gefunden. Das ist quasi links. Wenn du links lauf. Ah, guck mal, du bist jetzt, glaube ich, gerade am Fluss oder so, ne? Boah, weiß ich nicht. So ein großer Fluss ist jetzt hier nicht unbedingt. Du stehst vor so einem Tümpel, ne? Ja, eher. Ah, okay, gut. Also quasi jetzt von dir links hoch, da wo ich jetzt bin, da ja. Ist Eisgebiet. Ah, okay. Aua. Ey, geht's noch? Aber ohne Scheiß gar keinen Sinn. Mit zwei Sternen. Oha. Jetzt aber vorbei. Ja, ich mach meine Fackel aus. Komm her jetzt. Bisschen Angst vor dem Feuer haben. Ich finde halt nur Dunkelwald. So, die Augen sind ja wichtig, habe ich gelernt. Ja, genau. Jetzt bin ich wieder im Dunkelwald. Also davor im Grasland. Karottensamen. Boah, Mist, dein Inventar ist jetzt dann voll. Passiert immer so schnell. Leider.
Am besten die ganze Zeit einen Karren hinter sich herziehen. Ja, boah, den immer. Oh, Zinn. Praktisch, soll ich das jetzt abbauen oder? Nö, alles gut. Das hat doch keinen Zinn. Na gut, Zinn wissen wir ja. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich nichts gehört. Zinn wissen wir ja, Dunkelwald am Strand, oder? Das ist ja immer gleich. Genau, da gar kein Stress. Ja, okay. Oh, noch mehr Karottensamen, das hat man natürlich nicht. Nein. Jo. Wenn ich jetzt noch Pilze finden würde. Also da, wo ich jetzt gerade bin, da hört unsere Insel auf. What?